Und damit schauen wir nun nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Guten Morgen, Christoph. Ja, die USA, Sie behaupten ja nun, Hinweise zu haben, dass Russland Boden-Boden-Raketen aus dem Iran bekommt. Hast du dazu irgendwelche näheren Details? Ja, das Ganze behauptet jetzt John Kirby, der Kommunikationsdirektor des US-Sicherheitsrates. Und der sagt, er habe Indizien oder detaillierte Hinweise darauf, dass der Iran jetzt eben auch nicht nur diese Shahed-Kampf- oder Kamikaze-Drohnen liefert, sondern auch im Begriff ist, an Russland Boden-Boden-Raketen zu liefern, und zwar von der Fateh-110-Familie. Das sind Kurzstrecken- und Mittelstreckenraketen aus iranischer Produktion. Und das offizielle Moskau hält sich diesbezüglich bedeckt. Da gibt es auch keine Informationen zu diesen ganzen Shahed-Geschäften, die da gemacht wurden zwischen Teheran und Moskau. Also offiziell kriegt man da nichts. Aber die russischen Militärblogger äußern sich auch dazu. Und so zum Beispiel Alexander Kotz, das ist auch ein renommierter Mann hier in Russland, der sagt, ja, was soll denn die ganze Aufregung seitens des Westens? Der Westen pumpt tagtäglich massenhaft Waffen in die Ukraine, und da hat er auch keine moralischen Probleme damit oder keine Gewissensbisse. Warum sollten nicht auch wir Waffenkooperation mit anderen Ländern haben und mit dem Iran? Und dann listet eben Kotz in diesem Post auf dem Messenger Telegram auch auf, was da kommt. Und das ist eben, wie ich gesagt habe, oder was da kommen könnte. Man muss ja immer etwas vorsichtig sein. Diese Fateh-110-Familie. Und ja, wir haben ja da tatsächlich eine langjährige Waffenkooperation mit dem Iran. Es ist ja nicht so, dass das Ganze erst vorgestern begonnen hätte. Der Iran bekommt natürlich auch Gegenleistung von Russland, und nicht nur in Bezug auf Geld, sondern eben auch Waffentechnologien. Wir haben da die S-300, die das Atomkraftwerk des Iran in Bushehr schützen soll, oder auch Tor-M1, Kurzstreckenraketenabwehrsysteme. Und jetzt ist eben auch die Rede davon, dass der Iran als Gegenleistung für diese Lieferungen weitere Luftabwehrsysteme von Moskau möchte, Kampfpanzer und auch Kampfjets, also Sukhoi-Kampfjets. Und da wird das Ganze natürlich dann schon sehr heikel, auch in Bezug auf Israel. Da werden die Israelis also ordentlich dagegenhalten. Der Iran ist ja der Erzfeind Israels. Und wenn jetzt der Iran in Besitz von modernen russischen Kampfjets ist, dann wird das im Nahen und Mittleren Osten natürlich für helle Aufregung sorgen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.